21. Januar 2024, Grüne Woche Berlin. Wären Sie bereit, sich ganz kurz vorzustellen? Mein Name ist Annelies Wenzel, ich bin von Kolbermoor, das ist in Oberbayern und wir vertreten den Bayerischen Trachtenverband auf der Grünen Woche. Ich bin Hildegard Hoffmann aus München, die Schiffführerin des Bayerischen Trachtenverbandes und genau wie die Anneliese vertrete auch ich hier den Bayerischen Trachtenverband auf der Grünen Woche in Berlin. Welche Bedeutung hat die Tracht in Bayern? Das ist eine gute Frage, gell? Also für uns ist wichtig, dass wir Tracht tragen, weil es einfach, ich sage einmal in Anführungsstrichen, unser Gewand ist und man fühlt sich wohl in dem Gewand. Es ist Heimat, ja. Alltagsgewand kann jeder tragen. Also wir tragen ins Büro auch Alltagskleidung, aber ich trage auch Trachtengewand ins Büro, je nach Lust und Laune, wie es gerade ist. Ich glaube, es ist bei mir ganz das Gleiche. Also es passt zu jeder Situation? Genau. Ja. Also mit dem Trachtengewand ist man immer und überall gut angezogen. Wenn man wirklich nicht weiß, was man anziehen soll, sage ich, was ich circa ins Dirndlgewand oder nieder und einen Rock, festliche Schürze, kann man überall hingehen und ist zu jedem Anlass, zu jeder Tages- und Nachtzeit gut angezogen. Das ist auch ein anderes Kriterium, dass man auch in besondere Veranstaltungen reinkommt, ohne großes Problem. Zum Beispiel? Also wenn jetzt in München irgendein Empfang ist, ja, wo es selbstverständlich immer spezielle Eintrittskarten gibt, wo man sich anmelden muss. Aber wenn man im Trachtengewand daherkommt, also im gescheiten Trachtengewand, so wie das unser Verständnis ist, dann fragen manche Ordner gar nicht mehr nach der Einlasskarte, weil die genau wissen, dass man geladener Gast ist. Und der Kenner sieht das auf den ersten Blick, was eine gescheite Tracht ist? Ja, ja. Es heißt ja oft, zum Beispiel auch beim Empfang der Landtagspräsidentin im Schloss Schleißheim, Tracht, Uniform oder Abendkleidung. Und wir sind halt unser Trachtengewand, nur dass die Leute wissen, wir sind Trachtler und wir kommen vom Bayerischen Trachtenverband. Und was fällt der Welt ein, wenn sie nach Deutschland hören, Bayern? Auf jeden Fall. Und in Bayern, wenn ich das jetzt nach dieser Einladung beurteilen darf, hat die Tracht denselben Stellenwert wie ein festliches Abendkleid. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir es, wie gesagt, auch gut angezogen und man weiß es. Und wenn man es selbstverständlich trägt, dann strahlt man das auch aus. Dann ist es auch nicht irgendwie fremd oder so. Und ich sage auch, also heute am Stand war bei uns eine Dame aus Tunesien, die schon lange in Deutschland lebt. Und sie hat gesagt, weiß, ich möchte sowas auch gerne anziehen. Und die war so begeistert, dass ich gesagt habe, warum sie nicht? Weil die würde das bestimmt ausstrahlen, dass sie das gern trägt. Und dann kann sie das auch anziehen, weil es nicht fremd ist. Fremd ist ja nur, wenn jemand sagt, weil du musst jetzt eine Tracht zulegen, sagst es so, das ist künstlich. Das nimmt einem niemand ab und dann wird man auch manchmal belächelt. Aber wenn es ein selbstverständliches Gewand ist, dann wird man auch nicht ausgelacht. Jetzt erinnere ich mich gerade an den Begriff, der hier in Berlin groß diskutiert wird, kulturelle Aneignung. Wenn ich jetzt als Preuße eine bayerische Tracht trage, ob ich mir dann vielleicht ungerechtfertigt mir das aneigne, diese Kultur? Nein, das sehe ich nicht so, weil wir haben eine Jugendleiterin bei uns im Trachtenverein, die ist in Rügen geboren und zieht unser Miesbacher Festtracht an, ohne Probleme, auch die Kinder. Wir reden sicher noch der Schrift, das ist klar, aber das hat ja nichts mit der Ausstrahlung zu tun, wo ich die Tracht anziehe und gerne anhabe, so wie es sie bei uns macht. Aus Rügen? Aus Rügen. Ja, das ist natürlich die größtmögliche Entfernung zu Bayern. Ja. Weiter geht's nimmer, ne, als Rügen. Auch von Magdeburg oder von Sachsen-Anhalt haben wir viele, die wohl bei uns in Kolbermoor auch die Festtracht anziehen und auch mit Stolz. Was macht denn eine gescheite Tracht aus? Worauf kommt es da an? Auf welche Details? Eine Tracht muss stimmig sein. Also ich kann jetzt zum Beispiel bei den Männern oder auch bei den Frauen nicht einen Herdenfelser Hut mit einer Miesbacher Jacke und andere Schuhe kombinieren. Also es soll schon stimmig sein. Soll zusammenpassen. Ja. Soll nicht zum Kasperlgewand werden. Und wenn jemand jetzt Anfänger ist und damit beginnen möchte, wie zum Beispiel die Dame aus Tunesien, die einfach sich so sehr daran erfreut, wo kann die sich hinwenden?
wenn die jetzt gerade anfangen möchte, zum ersten Mal Tracht zu tragen, damit es eben eine stimmige Tracht wird? Der habe ich am Bleistift gegeben, mit uns, wo unsere Internetseite aufgedruckt ist, www.trachtenverband.bayern. Und da habe ich gesagt, da soll ich einmal auf die Internetseite schauen, Sachausschuss Tracht. Da haben wir unsere Spezialistinnen, die Kinder da beraten oder auch wieder an andere verweisen. Und dann kriegt die Leute das eigentlich schon hin. Sehr schön. Ja. Und wann ist immer dieser Empfang der Landtagspräsidentin? Das ist meistens im Juli. Im Sommer, ja? Ja, das ist im Sommer. Da gibt es nur spezielle personengerechte Einladungen. Das ist für Ehrenamtliche. Das ist ein kleines Dankeschön für die Arbeit, für die ehrenamtliche Arbeit, die wir das ganze Jahr über machen. Und da gehen Sie dann natürlich in Tracht? Ja, ja, selbstverständlich, ja. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das erste Mal Tracht getragen haben? Ja, mit 3 Jahren. Mit 3? Ja. Was war das für ein Anlass? Ganz ein normales Trachtenfest, ein Gaujubiläum. Und da habe ich das erste Mal die Tracht getragen und da habe ich auch mitgehen dürfen. Mhm. Ich war schon ein bisschen älter, bin eine spätberufene Trachtlerin. Ich war schon 33, bin über die Volksmusik zum Trachtenverein gekommen. Und ja, mir hat das einfach gefallen. Ich habe da erst Musik gemacht und dann hat mir das sogar gefallen und dann haben die mich aufgenommen. Und ja, jetzt bin ich auch schon über 30 Jahre dabei. Macht Spaß. Tolle Kameradschaft, tolle Gemeinschaft. Ja, weltoffen sind wir. Wenn Sie mit 3 Jahren die Tracht tragen, dann wachsen Sie allerdings auch schnell raus in diesen jungen Jahren. Steigert sich ja. Man kriegt eine Kindertracht, dann kriegt man eine aktive Tracht und dann später die Tracht der verheirateten Frau. Und dann steigert sich das Ganze. Jetzt sagen Sie was ganz Wichtiges. Also es gibt Trachten auch zum Lebensabschnitt. Ja, es gibt eine Trauertracht genauso. Hochzeitsgewand, Trauertracht, dann so abgespeckte Tracht. Also gestern habe ich das zum Beispiel angehabt. Das ist nicht direkt Festtracht, aber auch nicht. Das ist jetzt zum Beispiel mein Vereinsgewand. Schauen Sie mal, das ist die Vereinsgewand. Das ist Vereinsgewand, so gehen wir zum Vereinsgewand. Zeigen Sie es mal. Aber das wusste ich ja nicht, dass es für die Hochzeit eine eigene Tracht gibt. Das ist ja. Das sind zum Beispiel mein Sohn und meine Schwiegertochter, die haben mit der Miesbacher Tracht geheiratet. Ich gehe mal etwas näher ran, ja. Wunderschön, wunderschön, wirklich. Der sogenannte Spiegel. Schalk. Schalk ist das, ja. Schalk. Schalk, ja. Schalk. Das war der verheirateten Frau in der Miesbacher. Das heißt, es gibt für die Hochzeit eine eigene Tracht, für die Beerdigung, für die Trauer. Das hat sie weiterhin an. Das hat sie weiter. Was sie weiterhin aus ihrer verheiratete Frau eben trägt zu den Festen, wo wir gerade gesprochen haben. Ach so, das heißt, das wird jetzt nicht nur einmal getragen. Das wäre auch viel zu schade. Ne? Kostet ja 5.000 Euro. Wie bitte? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Wirklich? Ja. Das ist nur noch kein Hut. Das ist kein Schmuck. Das ist nur der Stoff vom Dreh. Oder Mieder, wenn man sich so ein Miederschwang zulegt, dann kostet das Mieder je nach Miederhaken, die man sich dann auswählt, und nach Muster, also zwischen 12 und 1400 Euro ist man für ein Miederschwang schon los. Ja, die Frauenhüte kosten viel Geld. Zum Beispiel? Ja, zwischen 1000 und 1800 Euro. Ein Goldschmuckhut in die Richtung, ja. Ein normaler Dirndlhut, so ein grüner, so mittlerweile 250 Euro. Es gibt zum Beispiel so einen Hut, wie jetzt der Hofmann aufhat, gibt es nicht mehr unter 450 Euro. Tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Tracht ist eine tolle Sache. Und wir Frauen sowieso. Ja, aber wir haben ja nicht nur eine Kruppkette, also heute haben wir jetzt. Ja, wir fahren ja drum, ja. Aber wir haben ja 4, 5 und ist halt so. So heißt die Kette um den Hals? Ja, das sagt man Kruppkette. Der Nachbar hat sie geschaut. Dann schauen wir, ich zeige mal das gleich. Ja. Und der Schmuck gehört also auch dazu? Ja, selbstverständlich. Ja. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Geschichte. Ja. Also zur Festtracht trage ich keine solche Kette. Nein, da haben wir keine Kette. Das ist wirklich eher nach einer Kürferein, dass die Kette hat, das ist überall. Also du kannst auch 1000 Euro kosten, ganz locker ist. Wirklich gut, dass wir dieses Gespräch führen, weil ich hatte ja vorher gar keine Ahnung, wie umfangreich das Thema ist. Also auch mit dem Schmuck jetzt, was Sie gesagt haben. Das macht das dann teilweise auch noch der Juwelier im Dorf. Ja, ja. Oder die Lederhose von meinem Mann, die kostet, das ist ein Hirschleder.
1.000 Euro. Das reicht nicht. Ja, die Bernes gehört hat es 1.000 Euro. Ach so, ja, aber jetzt habe ich so eine Lederhose, handgestickte Leder, eine Hirschlederne, da bist du mit 1.400 Euro locker das dabei. Das ist aber nur die Hose, da haben wir keine Schuhe, keine Strümpfe. Die Strümpfe, wenn angestrickt sind, 200 Euro. Also das sind, und die Schuhe, da kann man jetzt keine normalen Halblederschuhe tragen. Ne? Also das sind ja die Musikanten mal lauter so. Das sind jetzt Missbraucher, deren Schuhe, die ich anhabe. Das sind Missbraucher, deren Schuhe. Also zur Tracht kommen jetzt nicht irgendwelche anderen normalen Alter zu. Okay, also alles gehört dazu. Ja. Vom Hut bis zum Schuh. Ja. Ja. Möchten Sie noch was hinzufügen, was das Schöne ist an der Tracht? Nein, einfach schießen. Dass man so ziehen darf, dass man in einem Land wohnen, wo man das ja, dass es nur gibt. Ja, dass es dürfen gibt. Und können, das ist sehr schön. Und pflegen tut der Bayerische Trachtenverein diese Tradition. Das ist der Trachtenverband. Das ist Trachtenverband. Quasi die Dachorganisation der Trachtenvereine in Bayern. Vergleichbar mit dem Bayerischen Fußballverband. Mhm. Auf der untersten Ebene sind die Vereine, Mitglieder in den Vereinen. Die Vereine sind je nach Gebiet organisiert in den Gauen, das sagt man halt so. Gau heißt Gebiet, Niederbayern, Allgäu, Oberpfalz, Oberunterfranken, wie auch immer. Und diese 22 Gauverbände momentan sind im Bayerischen Trachtenverband organisiert. Das ist der Dachverband für ganz Bayern. Und es gibt auch einen deutschen Trachtenverband, wo dann aus den verschiedenen Bundesländern auch wieder die Verbände organisiert sind im deutschen Trachtenverband. Wie viele Vereine sind in Ihrem Verband? Der Bayerische Trachtenverband hat knapp 800 Vereine mit knapp 160.000 Mitgliedern und 100.000 Jugendlichen. Und der Nachwuchs ist dabei? Je nach Gebiet natürlich unterschiedlich. In der Stadt wären wir uns ein bisschen schwerer. Am Land ist es noch etwas einfacher, aber es ist nirgends ein Selbstläufer. Man muss was machen, damit es weitergeht, damit man auch die Kinder begeistern kann, weil das Angebot momentan einfach schon groß ist. Und eine finanzielle Sache der Eltern natürlich. Weil die Kinder, das kostet ja auch Geld. Schau, die Vereine, die erklären sich schon bereit, dass da was einen Fundus haben, wo sie was ausleihen können, aber trotzdem die Schuhe, alles muss man kaufen. Also die Eltern haben da schon auch ein finanzielles Problem. Oder die Oma. Oder die Oma. In meinem Fall, ich bin die Oma. Ich mache es für meine Enkelin und ja, die ist mit Leib und Seele ist sie dabei. Also Ihre Enkelin ist dabei? Ja, meine auch. Alle vier auch. Enkelkinder, okay. Ganz aktiv. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg für den Bayerischen Trachtenverband und eine schöne Trachtensaison. Ja, danke schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja. Wie war das früher? Früher war ja streng eingeteilt, wer welche Kleidung tragen darf. Nach Zünften, nach Ständen, wenn man von unteren Schicht, Bürgerschicht war, durfte man gewisse Kleidung ja nicht tragen. Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde das ja aufgeweicht und die Landbevölkerung wollte natürlich auch die städtische Kleidung tragen. Die wollte auch die schicken Kleider und die Herren, den Anzug und so. Und auf die Art und Weise ist halt die regionale Tracht schon mehr verschwunden. Auch das Tragen der Lederhose, weil die Männer wollten halt auch einen schicken Anzug anziehen. Und irgendwann ist es aufgefallen auf Mitgliedern des Hauses Wittelsbach, dass die Lederhosen immer mehr verschwinden. Dann haben sie welche mal zusammengesetzt und gesagt, das ist was, gründet man einen Verein. Die Lederhosen muss weiterhin geben. Und so ist diese Trachtengeschichte oder Trachtenbewegung entstanden, wie auch in unserem kleinen Büchel für Kinder erklärt ist. Genau. Wann war das? In welchem Jahr ungefähr ist sie entstanden? Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Also die ersten Trachtenvereine sind so 1880, 1890 bis zum Ersten Weltkrieg und auch nach dem Ersten Weltkrieg sind Trachtenvereine gegründet worden und auch wieder gegründet. Auf den Fotos, die jetzt gezeigt werden, sehe ich, dass die teilweise die Gruppen auch einheitliche Trachten tragen. Ja, früher hat man halt das angezogen, was man gehabt hat, was der Geldbeutel auch erlaubt hat. Aber mittlerweile hat man es doch in gewisser Weise vereinheitlicht, damit es halt auch nicht zu irgendwelchen Auswüchsen kommt. Dass dann auch alle in der Gruppe, alle Frauen haben die gleiche Tracht, wenn es so eine Gruppenaufführung gibt? Auf den ersten Blick schaut es so aus, als ob es gleich ist.
aber jede hat eine andere Kropfkette, jede hat andere Ohrringe, andere Haarnadeln, andere Spitzen. Also es sieht man schon. Und wie ist jetzt das Medieninteresse heutzutage? Ist das noch ein Thema für die Medien, die Trachten? Ja, finde schon. Also gerade mal zur Oktoberfestzeit in München ist natürlich auf jeden Fall Sommerüber auf den Gaufesten eigentlich schon ein. Auch, ja? Ja, schon. Gott sei Dank ist wieder das Interesse da, der Öffentlichkeit. Also viele Leute wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Ich habe es auch nicht gewusst. Bin in München aufgewachsen, habe nicht gewusst, dass es Trachtenvereine gibt in München. Wie gesagt, das ist auch Zufall. Aber jetzt ist es halt auch so, dass man wieder mehr Tracht trägt in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn. Mein Mutter hat immer irgendwie im Trachtengewand, also im bayerischen Alltagsgewand, ist immer unterwegs so. Und auch in der U-Bahn wird man jetzt immer doof irgendwie angeredet, wenn man jetzt im Dirndl in der U-Bahn fährt und während des Jahres. War das früher so? Ja. Ja, das war ganz schlimm. Ja. Also, wenn ich so Jugendliche war, das war ja, da hat man schon wirklich ein Rückgrat braucht, ja, dass man, weil da ist man schon angepöbelt worden, aha, der Seppel oder wenn man in München war, das Hofdreihaus ist da vorne, wenn man mit dem Dirndl nach München gefahren ist, das war nicht lustig. Also wirklich mal so ein flapsiger, dummer Spruch, ja. Aber es gibt es jetzt nicht mehr, finde ich, oder? Nicht oft. Manche Juden kommen dann noch hinterher und sagen, die Wiesn ist halt schon vorbei. Und ich sage dann, Bayern gibt es 365 Tage im Jahr und nicht gerade zur gewissen Zeit. Das ist mein Argument. Und Sie haben es dann auch trotz der Sprüche tapfer getragen, die Tracht? Ja, muss man doch. Ja, weil es kein Kostüm ist. Tracht ist für uns kein Kostüm, Tracht ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und das ist der Unterschied. Manche zu wissen, tragen es halt als Kostüm oder weil viele damit umeinander rennen und wir tragen es, weil es für uns selbstverständlich ist. Wirklich. Was ist halt? Es ist, gehört zum Selbstverständnis und auch, ich denke mal, zur Identität, zur Kultur. Ja. Also wir haben auch Jeans und alles daheim, der Maisbahn haben wir alles. Also ich habe die ganze Bandbreite vom Business-Kostüm, Jeans, Hosenanzug nicht, weil ich mehr Röcke trage, Abendkleider, ich habe alles daheim. Aber bei der Trachtenfahrt. Wie viele Trachten haben Sie insgesamt? Also Festtrachten habe ich 3, weil in der Stadt München gibt es ja einiges an Vielfalt. Ich habe zum Beispiel Miesbacher Gewand, ist mein Vereinsgewand. Dann habe ich das Münchner Bürger gewandt und habe aber auch während dieser Kassette gewandt. Weil unser Verein damals in den Anfängen, die haben Miesbacher Tracht und während dieser Tracht getragen. Ja, und darum habe ich heute halt beides. Ja. Und Sie, darf ich Sie das auch nochmal fragen? Wie viele Trachten haben Sie? Ich habe jetzt nur den Schalk. Das ist ja das Gewand der verheirateten Frau immer noch. Oberland und wir haben dann nur das als Festtracht. Ich habe schon wieder auch zu Hause, das ist ganz klar, aber meine überwiegende Tracht ist nur der Schalk, den war ja noch zuerst gezeigt. Und darüber haben wir ganz wenig gesprochen. Was ist das Besondere am Mieder? Was ist das Besondere am Mieder? Dass man gute Haltung hat. Ja, die Haltung. Der größte Vorteil am Mieder ist, dass man gerade die Haltung hat. Ja, man steht nicht zusammengewickelt, sondern man muss sie einfach gerade halten. Ja. Und das ist natürlich ein absolutes Schmuckstück. Hinten hat man das individuelle Muster und vorne die Geschnürketten, Taler. Ja, schaut einfach gut aus. Festlich. Das ist auch eine Handwerkskunst. Ja, auf jeden Fall. Und Trachtler beschäftigen schon einiges an Handwerken. Säckler, die Lederhosen machen, Holzschmiede brauchen wir für unseren Schmuck, wir brauchen Hutmacher. Das ist ja alles individuell angefertigt. Brauchst du Schneiderinnen, weil das kann man, das kann man sich nicht kaufen, das muss man wirklich fertigen lassen. Eine richtige Trachtenschneiderin. Ja, das werden dann auch auf die Figur oder was halt. Das ist jetzt auch wirklich maßgeschneidert, handgemacht. Das ist alles maßgeschneidert und ist handgemacht. Da ist hinten so ein Reihband, sieht man, dass das alles vorne gleichmäßig wird, hat man hinten so ein Reihband. Dann hat die Schneiderin hier noch diese individuellen Muster gemacht.
So was kriegt man die im Geschäft. Ja. Und bei Mida ist dasselbe. Mida kann man nicht kaufen. Es wird individuell gefertigt, auf Maß gefertigt und auch das Muster. Da hat die Schneiderin schon einen Stapel an Fotos mit Mustern drauf und da sagt man dann, ich möchte das Element oder jenes Element, das möchte ich drin haben in meinem Mieder, ja, und dann wird das so. Wenn man schon sagt, man steht da, wenn man die Feste hat, ganz anders da, weil man ja ganz selbstbewusst da steht mit dem. Mit der Tracht. Also wenn wir meinen Schalke haben, dann bin ich, da stehe ich ganz selbstbewusst mit meinem Schalke da. Und das sagen unsere neuen Trachtler, die muss ich dazugeben, die sagen, da stehen wir auf einmal ganz anders. Ja. Anders da. Das war spät, kann man mehrere Spätberufe nehmen, haben wir nicht lauter Trachtler aus, wo aus Kinderzeiten schon dabei sind. Und die sagen auch, man hat das an und dann fühlt man sich um drei Nummern größer. Sehr schön. Ja.